Wir sagen euch herzlich willkommen. Willkommen zu unserem lebendigen Advent. Wir wollen euch Gelegenheit geben, euch ein wenig einzustimmen. Einzustimmen auf Weihnachten. Es ist schön, dass ihr hier seid. Auf unserem Kanal beim lebendigen Advent. Genießt es. Habt eine besinnliche Zeit. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns. Komm, du Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, belebe uns. Wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist. Brenne in uns, Heiliger Geist. Wirke in uns. Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist der Heiligkeit, komm, du Geist der Wahrheit, komm, du Geist der Liebe, wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist. Wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, mach du uns eins. Komm, du Geist, erfülle uns. Komm, du Geist, und schaff uns neu. Wir ersehnen dich. Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns. Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes, komm. Ich zünde ein Licht an, damit es in unserer Mitte leuchtet. Es ist ein Zeichen für das Licht, das mit Jesus Christus in die dunkle Welt gekommen ist. Lasst uns das Licht weitergeben, damit für viele Menschen sichtbar wird, Gott kommt. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du Gott, wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen. Thank you, Heavenly Father, for your love for me. I'm forever grateful. Changed my destiny. Thank you, God, for Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my heart. Good to know that He is here with me now. All of my life, Jesus in me, Jesus in my house. All of my life, and always will be. You for the purpose you have placed in me.
Jesus in me, Jesus in my house, all of my life, and always will be. Thank you for the purpose you have placed in me. Thank you for forgiveness and the chance to start again. I face the future knowing I will be safe and sound with Jesus in me. I'm so glad that Jesus lives in my house. Good to know that He. Hallo, schönen guten Abend. Heute darf ich Ihnen eine Adventgeschichte vorlesen. Und ich habe mir die Geschichte von Kurt Hörtenhuber aus dem Hörbuch Advent erleben ausgesucht mit dem Namen Die Wünsche des Herzens. Weil seine Frau wegen einer starken Erkältung im Bett bleiben musste, blieb Herrn wenig Zeit dieses Jahr nichts anderes übrig, als sich selbst um die Weihnachtsgeschenke für seinen Sohn Tobias zu kümmern. Keine leichte Aufgabe hatte dies bisher doch immer seine Frau erledigt. Dazu kam, dass er als vielbeschäftigter Mann nie viel Zeit für so unwichtige Dinge hatte. So stand er nun im Spielwarengeschäft und überlegte, was er seinem Sohn kaufen sollte. Ups, der zur selben Zeit im Geschäft war, um sich ein bisschen umzusehen, beobachtete den Herrn, der hektisch von Regal zu Regal hastete. Spielzeug herausnahm und wieder zurückstellte. »Suchen Sie etwas Bestimmtes? Kann ich Ihnen vielleicht helfen?« fragte Ups ihn höflich. Ohne sich umzudrehen, antwortete Herr Wenigzeit, »ein Weihnachtsgeschenk für meinen Sohn. Irgendwas, das er noch nicht hat und das ihn vom Fernsehen abhält. Er hat aber schon so viele Spielsachen.« Ups überlegte kurz. Ich wüsste einen Weg, wie Sie erfahren, welches Geschenk sich Ihr Sohn von ganzem Herzen wünscht. Dazu müssten Sie sich allerdings ein bisschen Zeit nehmen. Verwundert blickte ihn Herr Wenigzeit an. Da bin ich aber gespannt. Nun gut, ich nehme mir Zeit und? Ups forderte ihn auf, vor dem Geschäft zu warten und verschwand in einem Kostümverleih auf der anderen Straßenseite. Schon nach wenigen Minuten kam er mit dem Kostüm eines Weihnachtsmannes zurück und bat Herrn Wenigzeit, es anzuziehen. »Was soll ich denn damit?« widersprach er ablehnend. Ups bat ihn, ihm einfach zu vertrauen. So schlüpfte Herr Wenigzeit etwas verlegen in das Kostüm. Gemeinsam machten sich die beiden auf den Weg zu seinem Haus. Durchs Fenster beobachteten sie Tobias. Er lag auf dem Boden, in jeder Hand eine Spielzeugfigur. Manga-Kämpfer oder so etwas Ähnliches, während nebenbei der Fernseher lief. »Siehst du, er sieht schon wieder fern«, ärgerte sich Herr Wenigzeit. »Und was jetzt?« Ups flüsterte ihm etwas ins Ohr, richtete ihm den langen, weißen Bart, zupfte ihm seinen roten Mantel zurecht und schob ihn Richtung Eingangstür. Tobias hörte das Läuten der Hausglocke und öffnete neugierig. »Der Weihnachtsmann«, stotterte er voller Ehrfurcht. Mit verstellter, tiefer Stimme begrüßte ihn sein Vater. »Guten Tag, darf ich reinkommen?«, fragte er und trat auch schon durch die Tür. Tobias wich erschrocken zurück.
Es dauerte ein Weilchen, bis er den Mut hatte zu antworten. Ich weiß nicht, meine Mutter schläft, sie ist krank. Und dein Vater? Ich glaube, der arbeitet noch. Papa muss immer so viel arbeiten, mehr als die meisten anderen Papas dieser Welt. Der Arme, erwiderte der Weihnachtsmann. Darf ich trotzdem eintreten? Tobias hatte ein mulmiges Gefühl und doch konnte er nicht widerstehen, ihn ins Haus zu bitten. Wusste er doch, dass der Weihnachtsmann nie ohne Geschenk unterwegs ist. Also gut, aber bitte leise sein, damit Mama nicht aufwacht. Sie muss schlafen, damit sie bald wieder gesund wird. Schön hast du es hier, sagte der bärtige Mann und blickte sich im Haus um, so als wäre er niemals zuvor hier gewesen. Weißt du, warum ich heute zu dir gekommen bin? Fragte er den kleinen Jungen. Nee, keine Ahnung, antwortete Tobias. Ich habe erfahren, dass du in diesem Jahr sehr brav gewesen bist. Ich habe aber auch erfahren, dass du zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringst, obwohl du viele schöne Spielsachen besitzt. Ich bin gekommen, um dir einen Wunsch zu erfüllen. Sag mir ein Geschenk, das du dir ganz besonders wünschst. Es sollte jedoch etwas sein, das dir mehr Freude macht, als vor dem Fernseher zu sitzen, erklärte ihm der Weihnachtsmann. Tobias überlegte nur kurz. Sein Blick wurde sehr traurig. Weißt du, lieber Weihnachtsmann, was ich mir wünsche, wirst du mir nicht erfüllen können. Ach, denkst du? Sein Vater war nun wirklich neugierig. Er holte Stift und Zettel hervor, um sich den Geschenkewunsch seines Sohnes zu notieren. Sind ja meist komplizierte Namen dieser Manga-Figuren, Computerspiele etc. Ich wünsche mir, dass mein Papa mehr Zeit für mich hat. Ich würde so gerne mit ihm einen Schneemann bauen oder eine Schneeburg. Eine lustige Schneeballschlacht machen. Am Abend mit einer Fackel in den verschneiten Wald gehen. Eis laufen. Ja, das wäre lustig. Mein Papa hat es mir schon lange versprochen. Aber er hat leider nie Zeit. Wegen der vielen Arbeit. Und auch sonst ist er so viel unterwegs. Wenn er dann am Sonntag frei hat, ist er oft so müde, dass er nur seine Ruhe haben will. Oder wir haben wieder Gäste im Haus. Weißt du, lieber Weihnachtsmann, ich hätte meinen Papa so gerne öfter für mich ganz alleine. Ich habe so viele lustige Spiele daheim, aber alleine spielen macht keinen Spaß. Ich würde so gerne mit ihm Mensch ärgere dich nicht spielen, aber das dauert ihm zu lange. Ach, ich würde so gern mal mit ihm ins Kino gehen. Oder im Sommer ein Baumlager bauen, Pfeil und Bogen schnitzen oder einfach... Während sein Sohn weiter aufzählte, was er alles mit ihm zusammen unternehmen möchte, sanken seine Hände nach unten. Der Zettel fiel zu Boden, kurz darauf auch der Stift. Völlig verwirrt stand der Vater wie angewurzelt da. Eine Zeit lang hörte er sogar die Aufzählung der Wünsche seines Sohnes nicht mehr. Nur den Schluss, als Tobias sagte, »Das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für mich, denn Spielsachen bringt mir mein Papa genug.« Aus den Augen des sprachlosen Vaters kullerten ein paar Tränen, die in seinem künstlichen Bart verschwanden. Der kleine Tobias hob den Stift und den Zettel auf, übergab sie seinem Vater, den er noch immer für den richtigen Weihnachtsmann hielt, und sagte mit tröstenden Worten, »Du brauchst nicht zu weinen, lieber Weihnachtsmann, weil du mir diese Wünsche nicht erfüllen kannst. Solche Geschenke kann ein Weihnachtsmann eben nicht besorgen. Die kann man leider nicht bauen oder kaufen.« Daran erkennt man, die Wünsche des Herzens kann man eben nicht mit Geld erfüllen. Ihnen noch eine schöne Adventszeit und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Du kommst mir so nah wie niemand sonst. Du bist immer da, wohin ich auch komm. Denk ich an ein Wort, hast du es längst schon gehört? Flieg ich dahin, wo
Wohin kann ich gehen, wo du nicht bist? Gibt es einen Ort, wo du mich nicht siehst? Steige ich hinauf zum Himmel, da bist du auch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch im Advent. Er schenke eurer Seele Ruhe, um sich auf ihn auszurichten. Er lasse den Tau des Himmels auf euch herabkommen, damit sich euer müder Glaube erfrische. Er schenke euch die Geduld für sein Kommen, auf das ihr sehen werdet, wer er ist. Immanuel, Gott mit uns. So segne euch und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
der Heilige Geist. Amen.